Hallo, lieben Christian Schumacher, Partner, Produktionscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Meine Arbeit findest du auf liebeschiff.de. Und heute reden wir über das Thema: Wunder dich nicht, wenn sich eine Affäre wie eine Affäre benimmt. Also ich lese dir so eine Geschichte vor, kannst du mir auch deine Geschichten schicken über ein Formular auf liebeschiff.de. Und ich bin jetzt nächste Zeit, muss ich wahrscheinlich eher mobile Videos machen, bin viel unterwegs. Soll mal gucken, wie das klappt, aber ich bemühe mich. Genau, legen wir mal einfach los. Also eine weibliche Zuschauerin, Rabkutschka, und sie schreibt: Hallo Christian, ich habe mich vor etwa 4 Jahren von meinem Ehemann getrennt. Wir waren über 20 Jahre ein Paar, sind verheiratet, haben Kinder. Die Trennung fühlt mich nicht leicht. Lange Zeit habe ich geglaubt, es wäre nur eine Phase und viel getan, um unsere Beziehung aufrechtzuerhalten. Denn so leicht trennt man sich nicht, vor allen Dingen, wenn Kinder im Spiel sind und so weiter und so fort. Und die ging es dann auch nicht gut und so weiter. Nachdem ich da keine Luft mehr in seiner Nähe bekam, konnte ich nicht mehr anders und trennte mich. Was mich so lange bei ihm hielt: Glaubenssätze. Mich will eh kein anderer Mann. Ich bin klein und so weiter. In der Zeit meiner Ablösung baute sich eine Freundschaft zu unserem Nachbarn auf und nach meiner Trennung hatten wir eine Affäre. Also, ich meine, alles gut, aber das natürlich, ich will einfach nur darauf, das ist jetzt, lässt sich vielleicht auch nicht vermeiden, aber dieser Punkt, wo man sich klein und schlecht fühlt und nicht so völlig in seiner Kraft, sag ich mal, häufig Punkte, wo man gern so ein bisschen toxischere Konstellationen anzieht. So. Aber gut, ist wie es ist. Und natürlich darfst du deinen Nachbarn daten. Aber für mich ist es, ähnlich wie Arbeitsplatz. Gut, man verliebt sich da, wo man sich halt verliebt. Aber ist auch eins der super häufigen Mails, die ich bekomme, dass irgendwas mit dem Nachbarn und dann geht das schief und dann hat man den Nachbarn, ist der Nachbar aber immer noch der Nachbar. Also sollte man sich gut überlegen, aber nur weil es der Nachbar ist, lässt man es wahrscheinlich nicht. Also, naja. So, er ist so ganz anders als mein Ehemann, leicht autonom, weltgewandt, großzügig, tolerant, intellektuell auf Augenhöhe, sehr männlich, äußerst attraktiv, sehr sexuell und körperlich. Also für mich, ich denke sofort an Bad Guy, aber okay. Aber eben leider auch mit starken narzisstischen, also ich lese nur vor, Anteilen ausgestattet, bekannt aus einer, ja, also es ist irgendwie bekannt auf jeden Fall, wo auch immer sie das weiß jetzt, und sehr im Außen. So, wenn man jetzt so einen Mann anfängt zu daten, hat man sich das selbst inszeniert, muss ich einfach sagen. Also ich verstehe das total und das ist bestimmt, also viele, meine, wir alle haben mehr oder weniger narzisstische Anteile, aber wenn man die jetzt stark lebt, dann ist man auch, also viele sind auch häufig gute Dater irgendwie, sehr gute Dater. Warum? Ja, weil sie viel daten. Und aber da darf man sich nicht wundern, was kommt. Also ich bin ja immer so für Selbstermächtigung, Verantwortung übernehmen und wenn das jetzt das sozusagen das Präludium ist, sage ich mal, also das Vorspiel, dann ja, dann kommt, was kommt. Ne? Das ist also wir dürfen an dem toxischen Brunnen naschen und der schmeckt auch erstmal gut, aber man darf sich nicht wundern, wenn es dann eben doch sich plötzlich gegen einen wendet, so, ne? Seine Selbstbestätigung holte er sich über Datingplattformen, kaum noch zählbare erotische Abenteuer. Ja, das wäre jetzt wieder so ein Fest für die Red Pill Community. Das ist ja, was die immer sagen, ne? So, Hauptsache der Mann ist hot genug und Bad Guy genug, dann macht der Frau auch nichts aus, wenn sie sich ihn teilen muss. Das ist exakt, was die Red Pill Community immer sagt. Macht sie nicht so einfach, Leute. all das wusste ich und dennoch ließ mich auf ihn ein. Ja. Ist wie es ist, ne? Und dann muss man die Suppe auch auslöffeln, so, ne? Leider. Deswegen immer Augen auf bei der Partnerwahl. Aber wie gesagt, wir probieren uns aus hier auf der Erde und man macht, was man macht. Ne?
So, zudem hatte ich nur eine Beziehung im Leben. Ich war sexuell sehr neugierig und auch relativ unerfahren. Ja, also ich kann das total verstehen, wie man da reinrutscht. Nur gesagt, in der Rückschau muss man einfach sagen, hey, ich habe mich auf etwas eingelassen, wo man eigentlich schon wusste, was kommt, so, ne? Und aber gut, vielleicht sagst du in der Rückschau trotzdem, ja, hat sich gelohnt, keine Ahnung. Aber eigentlich ist es vorprogrammiert, was passiert. Man wird eine Nummer unter vielen sein, ne? Das ist einfach so, ne? Also es ist, wenn man selber denkt, man wäre was Besonderes und man würde eine andere Behandlung bekommen, da überschätzt man sich selber auch. Aber ich war da auch schon schuldig dieses Problems. Also kenne das, dass man selber denkt, man könnte, so mit mir ist das jetzt anders. Es ist, wenn man so will, ist es auch, eigentlich ist es auch ein überheblicher, also ich sage jetzt nicht, dass du überheblich bist, aber es ist auch so ein überheblicher Gedanke, dass man selbst denkt, man würde anders behandelt als die anderen, so, ne? So, vielleicht das falsche Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, gut. Ich fand sein Lebensstil spannend. Er hatte zu dieser Zeit eine offene Beziehung. Ich war die Affäre. Irgendwann wurde mehr aus uns. Er verließ seine Partnerin und wir gingen eine offene Beziehung ein. Alles gut, kann man machen, aber es ist wieder so ein Beispiel dafür, muss wirklich sehr wissen, was man tut und darf sich nicht selber überschätzen in so offenen Beziehungskonstrukten. Aber gut, also man kann ihm jetzt bis hierhin, kann ich ihm auch nichts vorwerfen, so, ne? Also. Schließlich kam ich aus einer langen Beziehung und verstand den Wunsch nach Freiheit. Allerdings war man, also den du aber scheinbar nicht gelebt hast, den hat nur er gelebt und dann ist es auch mal schwierig, ne? Für mich war es zunächst in Ordnung, schließlich kam ich aus einer langen Beziehung, ja, verstanden. Allerdings war mein Wunsch nach Freiheit in diesem Punkt weg. Also, das meinte ich. Ich brauchte es überhaupt nicht. Unser Bettsport war immer fantastisch. Ja, das ist, ich sag ja immer, toxischer. Aber gut, ob du das wirklich jetzt toxisch war, weiß ich nicht, aber ich sag dann immer, das ist halt super Umgebung für Sexualität, so, ne? Aber eben nicht für unsere Bindungshormone, so. Dafür ist es nicht gut. Muss man immer abwägen, ne? Ich meine, ich bin nicht das Bundesmoralministerium und musst du wissen, ne? Allerdings hatte ich auch durchaus ab und an das Gefühl, die egal, lass mal die Details, was man nicht zu juicy machen, ja. Egal, ich genoss das immer wieder, hat er den Drang, sich mit anderen Frauen zum Bettsport zu treffen. Ja, das ist ja der Sinn in einer offenen Beziehung. Dabei ging es ihm um eigene Aussage, nicht um den Bettsport an sich, sondern vielmehr um das Drumherum. Jagen, erobern, einwickeln, erbeuten, gehuldigt. Ja, also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht ehrlich ist. Kann man ihm nicht vorwerfen. Er schrieb auch immer zu mit einer Frau. Ja, das ist der Witz in einer offenen Beziehung. Ne? Er braucht halt die Bestätigung und sucht sie sich. Ne? Männliche Freunde gab es nicht. Ich dachte anfangs, ich wäre cool mit dem Thema offene Beziehung, aber mich verletzte es doch. Und meinen niedrigen Selbstwert gab es zusätzlich einen Knacks. Ja, also verstehe ich absolut. Also ich, wie gesagt, ich verstehe hundertprozentig, wie man dann sowas reinrutscht. Ich will jetzt nur so in der Rückschau und für nach vorne gucken, will ich dir einfach nur sagen, also was du. Manchmal denke ich, wir bekommen, was wir wollten. Du wolltest Abenteuer, wahrscheinlich, vielleicht unbewusst, bekommst Abenteuer, ne? Und jetzt merkst du, es ist vielleicht ein bisschen viel Abenteuer. Und wie gesagt, wenn man, ich meine, meiner Ansicht nach, wenn man mit dem Selbstwert zu kämpfen hat, meine, wäre das nicht, aber wenn man damit zu kämpfen hat, zieht man wirklich gerne Menschen an, die scheinbar damit gar nichts zu tun haben, also die so super selbstbewusst wirken, ob er das jetzt ist. Da hat sich jemand hingestellt, aber es wirkt zumindest so, du bist angezogen davon und ja, also Menschen, die so sehr nach außen gezogen sind, wie der hier, sag ich jetzt mal, und Menschen, die vielleicht ein Selbstwertthema haben, das ist halt, hat Jürg Willi immer so narzisstische Kollusion genannt, wobei das jetzt mit, wie gesagt, mit der Diagnose Narzissmus gar nichts zu tun, das ist einfach nur eine Beschreibung, es gibt auch eine orale Kollusion und eine. Und das ist eben dieses Drehen von zwei Menschen um das Thema Selbstwert. Ne? Einer bestätigt, einer sucht Bestätigung. Ne? Einer klatscht Beifall, einer sucht Beifall. Und das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Ne? Bis man denkt, oh, jetzt geht mir das gehuldigt werden. Weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Geht mir jetzt doch auf den Geist. Ne? Oder bis, oh, ich den immer huldigen zu müssen, diesen Mann, geht mir auf den Geist. Ne? Ich versuche es jetzt mal wirklich neutral zu beschreiben. So lange geht es dann gut. Ne? Bis es eben nicht mehr gut geht, ne?
Hoffe, ihr habt auch auf Safer Sex geachtet. Nur mal so, by the way. Ich fühlte mich ungenügend. Ja, wie soll man sich da auch fühlen? Ne? Wollte wissen, was ich falsch mache. Du machst nichts falsch. Du datest einen Mann, der das von vornherein gesagt hat, dass das das Muster ist, wie er leben möchte. So, das, ne? Warum ich nicht reiche, was ich anders machen soll. Ja, es wird für diesen Mann wird nie eine Frau reichen. Der kann irgendwie Taylor Swift daten. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Also das, insofern muss er gar keine Gedanken machen. Du bist, niemand wird je genug sein, weil es braucht immer, du siehst ja, wie viel Bestätigung er braucht. Und ja. Ich verglich mich, Aufgabe ist Drama. Ja, du, das ist das Kernthema in solchen Beziehungen, ist Drama, ne? Mach den Anti-Drama-Kurs. Er blieb relativ kühl, war oft schonungslos und verletzend ehrlich. Ja, also das kann man wirklich, ich, bis hierhin, was soll man jetzt vorwerfen? Ich weiß es nicht, ne? Ich hatte Angst, ihn zu verlieren. Also man kann mir höchstens vorwerfen, dass er sich Frauen sucht, die von ihm abhängig werden, so, ne? Aber ich weiß nicht, ich könnte ja mal schreiben im Kommentar, was ihr dazu denkt, aber ich meine, das sind zwei erwachsene Menschen, ihr findet euch zusammen, das ist immer so ein Problem, ne? Ich meine, also Gesellschaft möchte ja gern alles regulieren, so, ne? Das ist voll. Aber an, also man kann nur immer sagen, entweder man muss alles regulieren oder man sagt, hey, wir sind erwachsene Menschen, wir können freie Entscheidungen treffen und das seid ihr hier auf jeden Fall. Und ihr habt die Entscheidung getroffen und jetzt gefällt es dir nicht mehr, ne? So. Aber ihr seid sicherlich auch, wenn man so will, psychologisch wie auch spirituell auf eine Art, finde ich, ein gutes Match, also gut in Anführungsstrichen, gutes Lernmatch gewesen, wo du siehst, oh, ich sollte echt Selbstwert arbeiten, mehr Grenzen ziehen, ist vielleicht doch nicht so gut für mich, offene Beziehungen hast, das gibt's zu lernen, ne? Was es da für ihn zu lernen gibt, weiß ich nicht, aber naja. So schlucklich manche fette Kröte. Ich forderte Kompensation ein, wenn er ein erotisches Abenteuer hatte, zum Beispiel Kurzreise und so weiter. Ändert aber nichts an der Struktur, ne? Danach ging es mir wieder besser. Erstmal, ich verdrängte. Also du willst jetzt, glaube ich, das Gefühl haben, dass du wenigstens die eine unterfühlen müsst. Da würd, ich würde mir da immer fragen, aber ich bin einfach auch, ich habe einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel jetzt und habe einfach so viel erlebt und ich, mich kann man mit einfach nichts mehr schocken irgendwie. Also ich würde so einem Menschen das nie glauben, dass ich die Einzige bin. Ne? Auch nicht die Einzige unter vielen. Ich würde immer denken, ja, das sagt er aber. Ich würde immer denken, aber ich, vielleicht bin ich zu negativ. Das erzählt ja jeder irgendwie. Und wenn das so wäre, das wäre natürlich wieder nicht in Ordnung. Ne? Das wäre wieder manipulativ dann, aber wir wissen es nicht. Ne? So, danach ist erstmal, ich verdrängte es immer noch. Das Positive hat immer Angst, ein gutes, ungutes Bauchgefühl. Hört auf euer Bauchgefühl. Dass irgendwann mal ein Dates mal kommt, in die er sich verliebt. Verliebt, okay. Er sagte immer, es gäbe keine Frau, die besser zu ihm passe. Also, wie gesagt, ich versuche es jetzt mal wirklich absolut neutral zu kommentieren. Vielleicht hat das jetzt in dem Moment gestimmt für ihn, ich weiß es nicht. Ne? Er fragte mich, ob ich ihn heiraten wolle. Das ist, also, das wäre wirklich wie mit verbundenen Augen über die Autobahn gehen, wirklich. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Er werde mich nie verlassen. Ja, gut. Also dieser Satz ist so oft gesagt worden in der Menschheitsgeschichte. Und letzten Endes, heutzutage zumindest, gehen die meisten Beziehungen auseinander. Ja, face it. Man kann dann immer noch so oft sagen, ich werde dich nicht verlassen. Und also wie er das sagen kann mit seiner Historie, ist mir auch völlig schleierhaft. Aber wir nehmen es mal so hin. Ja. Aber das klingt jetzt schon so ein bisschen nach Lovebombing, Fragezeichen. Keine Ahnung. Future Faking, womöglich sogar. Das würde uns natürlich nicht so gefallen. Im Hinterkopf war ich mal misstrauisch, deswegen, also wieso misstrauisch? Ich meine, du, man muss doch einem Menschen, der sowieso macht, was er will, irgendwie, ne?
wo muss man da noch misstrauisch sein? Du kriegst es ja, ich meine, ich verstehe das, ich habe sowas auch mal gehabt, so eine Phase, aber dass ich kriege auch viele Mails, da wird immer gesucht, wo ist die Schwachstelle, was sehe ich nicht, aber der Elefant steht vor dir, ne? Der Elefant steht vor dir, du hast alle Informationen bekommen, wusstest sie vielleicht nicht einzuschätzen und ja. Also ich habe vor 100 Jahren auch mal eine Frau gedatet, die mir gesagt hatte, sie hätte, ja, sie wüsste sicher, dass sie Narzisstin ist. Und ich wusste überhaupt nicht, zu dem Zeitpunkt wusste ich das überhaupt nicht einzuordnen. Und das gibt's natürlich, ne? Gut, heute ist so viel Wissen darüber. Ich meine, ich weiß es nicht, ob einer ist, steht ja nur was von. Lassen wir das mal alles außen vor, ich wollte nur diese Story erzählen und ich wusste es einfach nicht, ne? Bis man dann. Also bis ich dann zumindest, vielleicht kann man das jetzt nicht vergleichen hier, aber ich dann die Erfahrung gemacht habe, wie es ist. War nicht gut, aber meine, ja, Sex war cool, ne? Aber es ist, also meine, ich war natürlich super jung da und es ging nur um Bettsport, also nur um Bettsport, die ganze Beziehung und durch dieses ständige On-Off und so wird dieses System ja auch immer wieder getriggert, aber man hat überhaupt keine Beziehung, ne? Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich jetzt nur, weil er, sorry, wie gesagt, wir reden hier überhaupt nicht über irgendwelche Zuschreibungen, nur weil dieser Begriff hier mal gefallen ist, weil wie gesagt, wir haben alle narzisstische Anteile, wir können alle zeitweise sehr in die Richtung gehen, ne? Aber gut, vielleicht hilft diese kleine private Story ja. So, oft fragte ich ihn, was ich denn eigentlich sage. Ja, du kannst ja maximal die Primärbeziehung in eine offene Beziehung sein. Mehr nicht, ne? Wenn überhaupt. Er sagte, ich sei seine Partnerin, seine Verlobte. Ja, das. Ich persönlich könnte wetten, dass er das jeder sagt, aber wie gesagt, ich glaube sowas. Wenn Menschen sowas sagen, wenn ich das nur ein bisschen riechen würde, also mittlerweile könnte ich das, glaube ich, aus 10 Kilometer Entfernung erkennen, Lovebombing, Future-Faking, ich würde sowas nicht eine Sekunde mehr glauben, aber gut, ich habe meine Lektion gelernt und egal, sind nur Drecksworte für mich, Worte zählen für mich gar nichts mehr, ne, sage ich ganz ehrlich, ne. Es kamen Sätze wie, wer schläft denn in meinem Bett? Wer wohnt denn bei mir? Gut, fair enough, wie gesagt. Also, ich meine, man merkt so ein bisschen, wie er so kommuniziert, aber ansonsten bis hierhin, ich tue mich schwer, ihm wirklich jetzt viel vorzuwerfen, wirklich. Klar, er hat eine sehr, aber das stehst du ja auch drauf, er hat eine sehr romantische Sprache, obwohl er sich überhaupt nicht romantisch benimmt, so, ne? Ab und zu gab es schon mal plausible Antworten, aber irgendwas an diesem war für mich nicht rund. Das ist wieder der Elefant. Du suchst irgendwas, was nicht rund ist. Wenn der Elefant steht vor dir, das ist so ein bisschen, also wie gesagt, ich mache mich jetzt nicht lustig über irgendjemanden, weil ich habe das exakt auch mal so erlebt so und deswegen verstehe ich das absolut. Aber es ist wirklich, als wenn man, ich weiß auch, wie verzweifelt damals ein Bekannter von mir war, dachte, wo suchst du denn da noch nach Indizien? Das ist doch vor dir. Also es ist wirklich, als wenn du Elefant vor dir stehst und du überlegst, warum ist denn da ein Rüssel? Warum ist da ein Rüssel? Ich verstehe es nicht, ne? Ja, weil ein Elefant vor dir steht, ne? Also, und man guckt irgendwie, es ist irgendwie witzig, als wenn man das große Bild nicht sehen kann, ne? Ist echt crazy, ne? So, ich fand das immer eine ungenügende Begründung auf meine Frage, wurde meine Exklusivität, liebe Himmel, wo kannst du wo suchst du hier Exklusivität? Also ich bin auch, ich verstehe das, warum man in offene Beziehungen geht, aber ich meine, für dich ist es gar nichts. Vielleicht fandst du es am Anfang mal irgendwie lustig oder abenteuerlich, das ist auch völlig okay. Ich glaube, wenn man aus einer langen Ehe rauskommt, sucht man ein bisschen das Abenteuer, ne? Aber jetzt stellst du fest, das ist eigentlich gar nichts für dich so, ne? Und ich meine, jetzt in einer offenen Beziehung Exklusivität zu suchen, klar, sie ist dann anders definiert. Du sagst jetzt so, ich bin die Primärfrau, aber da musst du diese Exklusivität auch genau definieren. Was heißt denn das? Dass niemand anders in seinem Bett schläft oder was heißt denn das? Aber mehr ist es dann auch nicht, ne? Und auch das droht in offenen Beziehungen immer gerne gebrochen. Ich meine, das eine offene Beziehung zu nennen, tue ich mich schon schwer mit. Für mich ist es eigentlich immer noch eine Affäre, aber dann, also wenn die eine sexuelle Exklusivität
schon nicht mehr da ist, muss man sich mal fragen, wie viele Exklusivitäten gibt es dann eigentlich noch so, ne? Und werden die nicht auch gebrochen, ne? Irgendwann, wobei jetzt körperlich ist ja nicht gebrochen, habt ihr euch ja darauf geeinigt. Aber auf hast du da, wolltest du das wirklich oder war es nicht auch so ein bisschen, dass du nicht, vielleicht wolltest du es am Anfang, ich weiß es nicht, aber vielleicht hast du dich auch, vielleicht wolltest du auch irgendwo mit diesem Mann haben und hast es dann runtergeschluckt, ne? Was glaube ich in vielen offenen Beziehungen ist. Aber wie gesagt, das ist ein absolutes Red Pill Fest hier mal wieder, muss ich leider sagen. Ne? Wenn das jemand von denen guckt, werden das wieder. Siehste, genau so ist es. So, und dann kam dieses Date, wovor ich immer Angst hatte. Er traf mal wieder eine Frau, er fand sie wenig attraktiv, aber sie lud ihn nach dem ersten Treffen auf ein verlängertes Wochenende in ein teures Hotel ein. Ich war außer mir. Er fand es schmeichelhaft, ja, ich meine, so tickt er halt, ne, konnte aber nicht verstehen, dass dies so intim und unangemessen war. Ja, ich meine, bis hierhin hat es für ihn keinerlei Grenzen gegeben, ne, ich finde es fast vorprogrammiert, dass er das jetzt nicht verstehen kann, ne. Wie gesagt, ich versuche das jetzt möglichst neutral, jetzt gibt es hier eine Grenze auf einmal. Und er sagt natürlich jetzt immer noch, ja, wieso, du bist doch jetzt meine Primärbeziehung, wo haben wir abgemacht, dass man nicht ins Hotel gehen kann oder ne? Das ist halt so. In diesen Beziehungen werden die Grenzen immer weiter ausgedehnt, ne? Irgendwann ist man dabei bei Sachen dabei, die man vielleicht nie machen wollte, so, ne? Er fuhr zur Ehe, bedankte sich und lehnte ab. Oh, okay, immerhin, gut. Dass dies so intim und unangemessen war. Okay. Also er hat sogar eine Grenze gezogen. Also mein Gott, das ist einfach. Oh, man spürt einfach dieses toxische Gewässer, aber gut. Aber immerhin. Wie gesagt, das ist gar nicht so leicht, dem Mann jetzt hier groß was vorzuwerfen, ne? Finde ich zumindest. Aber sie ging mir nicht aus dem Kopf und er traf sie regelmäßig jede Woche. Ja, vielleicht dachtest du jetzt, ihr habt eine Exklusivität, was Emotionen angeht, aber das finde ich immer so ein ihr Glaube in offene Beziehungen, dass man da eine Grenze ziehen kann. Aber wenn man nur oft genug mit jemandem in die Kiste steht, dann entstehen halt oft Emotionen, ne? Und ich weiß nicht, ob man da überhaupt, weiß nicht, könnt ja mal Leute in offene Beziehungen schreiben, kann man da überhaupt irgendwie Grenzen ziehen? Aber selbst wenn, habt ihr wahrscheinlich nicht drüber gesprochen. Und wenn ihr drüber gesprochen habt, dann bricht da jetzt eben diese Grenze und dann muss es eben Konsequenzen geben, ne? So, zum dritten Treffen, machten sie was ganz Besonderes und hier verändert sich etwas. Ich konnte spüren, wenngleich er sich durchaus immer verhielt und die gleichen Aussagen zu unserer Beziehung machte wie immer. Das finde ich natürlich nicht gut, ne? Ich überlegte, wie ich ihm so etwas auch ermöglichen könnte. So, jetzt dehnst du die Grenzen weiter aus. Er meinte, dass das nicht wichtig sei. Er würde mit mir auch. Ach, jetzt überlegst du ihm, das zu ermöglichen. Das war scheinbar sehr teuer, was die da gemacht haben. Und jetzt mögst du ihm das zu ermöglichen. Aber das ist genau diese Denke aus so einem eventuell, sagst du ja auch selber, problematischen Selbstwertgefühl, dass man dann so, ich muss jetzt irgendwas tun, dass ich genüge. Es wird nie genügen. Deswegen kann ich nur sagen, lass das. Also ich meine, ich kann dir nur wirklich auch meine Kurse ans Herz legen. Aber wie gesagt, sagt der Steffi Stahl immer, arbeitet an eurem Selbstwert. Weil wirklich, das ist so eine Falle, dass man dann immer mehr macht, während du eigentlich, das ist halt diese ganze Idee, ich muss mir Liebe verdienen, aber ich wünsche euch allen eine Beziehung, wo ihr das Gefühl habt, ihr bekommt einfach Liebe und müsst ihr euch nicht verdienen, so, weil du bist jetzt voll in diesem Ding drin, ich muss mir was verdienen, das ist furchtbar, wirklich. Er meinte, dass das nicht wichtig sei, er würde aber mit mir aus der Dose essen. Ich glaube ihm das aber nicht, denn das Setting war ihm schon immer wichtig. Er liebt Luxus und das Besondere. Ja, aber das ist hier alles ausgelegt von Anfang an, ne? Er versicherte mir, ich muss mir keine Gedanken machen, es gäbe keinen Grund. Ja gut, das wird gern und oft gesagt vor dem Ende. Aber gut, dann trennt er sich innerhalb von ein paar Wochen nach dem ersten Date mit dieser Frau und ein paar Tage nach der wiederholten Aussage, ich muss mir keine Gedanken machen, der würde mich nicht verlassen von mir. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, viele Menschen bereiten innerlich eine Trennung vor und reden nicht viel drüber und ziehen es dann relativ plötzlich durch. Aber es gab einen Vorlauf hier. Ne? Also insofern, ja, das ist messy, das ist vielleicht nicht schön. Aber wie gesagt,
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so ein, vielleicht finde ich das aber auch nur so ein, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wirklich. Aber das ist eigentlich, es ist eigentlich vorprogrammiert, dass sowas passiert, aber man will es nicht wahrhaben, also das verstehe ich absolut, ne? Er ging und ließ mich zurück, einfach so. Ich musste damit jetzt klarkommen. Ja, das ist schon, also dieses Eiskalte, das ist natürlich echt hart, ne? Aber da muss man sich schon fragen, wie viel davon, also das muss ich jetzt schon kritisch sagen, wie viel davon war wirklich ernst von seinen emotionalen Bekundungen, weil hier scheint er ja gar keine Emotionen mehr zu haben, ne? Und das ist schon, das tut echt weh, deswegen kann ich euch eigentlich nur mal raten, sich auf sowas nicht einzulassen und weil man irgendwann ist man echt traurig, ne? Und ist richtig schwer verletzt und das ist bestimmt jetzt nicht gut für deinen Selbstwert und also das ist schon echt auch diese Kälte, die kann einen schon echt anträgern, ne? Ja. Ah, schreibt sie so eiskalt. Ja. Habe sich verliebt. Gut, jetzt Menschen, die sich verlieben, sind sowieso gern mal sehr unempathisch anderen gegenüber. Das kommt noch dazu, ne? So, ich zog innerhalb weniger Tage bei ihm aus. Er dachte, ich übernehme weiterhin die Betreuung. Oh Gott, das kann ich schon gar nicht mehr vor Gott, ey. Wo sind deine fucking Standards? Wirklich, ey. Also, er dachte, dass du weiterhin für ihn so Betreuungsaufgaben übernimmst. Gehen wir mal nicht ins Detail. Also, das ist wirklich ins, also was, das ist schon, also jetzt wird's echt. Oh Mann, ey. Das lehnt ich mehrfach ab. Er versucht es immer wieder. Ja, also, es ist wirklich. Ich meine, das regt mich schon mal beim, jetzt regt es mich doch auf, wirklich, weil also ist ja alles schön und gut, aber dass er dich jetzt noch so irgendwie für irgendwelche niederen, na, ist ja jetzt nicht nieder, aber für irgendwelche Tätigkeiten noch einspannen will, also das ist schon ein Mangel an Mitgefühl, das ist schon ein bisschen shocking, ja. Er fand es auch schade, dass ich eine Woche nach der Trennung nicht mit ihm frühstücken wollte. Ja, du sollst natürlich jetzt eingeordnet werden in die Masse der anderen Frauen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch die anderen Frauen, zu denen er fährt, dass es auch Ex-Freundinnen sind. Also Frauen, hört auf mit diesem Scheiß, wirklich, ne? Also jetzt sollst du natürlich ins schwarze Notizbuch eingegliedert werden. Und ach, das tut wirklich beim Vorlesen weh, wirklich, muss ich echt sagen. Mittlerweile sind 9 Wochen vergangen. Ich habe viel Beratungserfahrung, viel gelesen. Auch deine Kurse begonnen. Ja, Freude, super. Also ist immer gut. Viel hilft viel. Allerdings lässt sich nur Kontakt tatsächlich einhalten. Ja, das ist jetzt dieses Nachbarding, ne? Da wir Nachbarn sind, ne? Hab zum Schutz eine Hecke gepflanzt. Ja, das ist echt scheiße, ne? Seine neue wohnt bereits jetzt bei ihm. Ja, aber auch die wird ausgetauscht werden, würde ich dir sagen. Bei ihm läuft alles wie immer. Ja, aber ich kann nur sagen, hört auf, Männern das zu ermöglichen, was er hier macht, ne? Wirklich. Solange Frauen das so hot finden, was er macht, wird das weitermachen können, so, ne? So, wie kann ich trotzdem zur Ruhe kommen? Ja, also generell ist immer, wenn man nicht klarkommt, ist natürlich immer auch die Empfehlung, sich vor Ort Hilfe zu suchen und manchmal muss man auch wegziehen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen hier aus der Ferne so, ne? Ja, weil das ist schon und wirklich an deinen Themen arbeiten, ne? An dieser vielleicht abhängig, Co-Abhängigkeitsthemen, vielleicht Selbstwertthemen, wir wissen es nicht genau, aber da möchte ich dringend dran arbeiten, dass du nicht mehr solche Wahlen triffst, aber meine, vielleicht muss jeder mal einmal im Leben sowas erlebt haben. Manche haben das vielleicht viel früher im Leben. Aber ja, und jetzt sich auf die Suche machen, was gibt es da für mich für Anknüpfungspunkte und ja, null auf null Kontakt gehen und ja, so Bänder trennen ist ja so eine dieser Übungen, die du auch hier erwähnst. Gehen wir mal nicht so auf die Details ein. Ja, also letztlich auch so innerlich an den Punkt kommen, dass man auch bereit ist dazu, wirklich auf null Kontakt zu gehen und wenn das nicht geht, dann oder wenn man mal das Gefühl hat, man kann das nicht erforschen, woran es liegt, ne? Das sind natürlich häufig Kindheitsthemen und so. Du schilderst jetzt auch noch deine Kindheitsthemen, das lese ich mal nicht vor. Ja, was haben wir hier, so eine überbehütende, kontrollierende Mutter, ja.
die dich auch schon so haben wollte, wie sie will. Ja, also es hört sich auch schon so, als wenn du da wahrscheinlich gelernt hast, diese bedingte Liebe, ne? Geh aber mal nicht so alles drauf ein. Angepasstes Kind, ja. Das war so ein gutes Match für so eine Beziehung. Und diese Match-Anteile in dir, die müssen halt aufgelöst werden, so, ne? Gut, dann auch noch Suchtthema, das ja gut, das ist eine typische Biografie leider. Ja, mach dich mal an die Arbeit, würde ich sagen. Und dann kannst du super viel von lernen. Gut. Ja, schreibst du nochmal, wie liebessüchtig du dich gefühlt hast. Ja, das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, so, ne? Ja gut, die ganzen Details lassen wir uns mal. Ich sollte dankbar sein, dass es vorbei ist. Ich darf mich jetzt nicht einwickeln lassen. Ja, das wird er weiter versuchen, ne? Also wie gesagt, mach auch, wie gesagt, such dir so viel Unterstützung, wie du brauchst. Und ansonsten sind ja auch viele Informationen in den Kursen, die du ja schon hast. Und das ist aber trotzdem ist natürlich nicht leicht, ne? Das ist mir völlig klar so, ne? Trotzdem würde ich ihn gerne wieder bei mir haben. Ja, aber das ist wirklich, lass los von der Liebessucht, ne? Alles in meinem Kopf sagt mir, dass es keine Option ist. Ja, aber diese Beziehungen machen halt extrem süchtig, vor allem, wenn man noch eigene Anknüpfungspunkte da hat. Und es gibt auch immer diese Möglichkeit, in solche AA-Gruppen zu gehen. Wird in Deutschland nicht so viel gemacht. Was weiß ich, SLA oder CODA, dass ich das auch nochmal gesagt habe. Naja, mehr sage ich mal dazu nicht. Ich bin auch ein wenig gekränkt, dass er nicht mehr bei mir vor der Tür steht. Ja, das ist aber das ist so das Ego, aber das kann auch extrem quälend sein, also kenne ich total, aber und da muss man echt aufpassen, dass man, ja, dass du dich da nicht eingliedern lässt an sein Haar, wirklich, das würde ich dir wirklich sehr wünschen. Ich finde es als einen Angriff auf meine Wertigkeit, gut, ich lasse es mal alles so stehen, ich denke, ich habe also typischer Fall von Umprogrammierung des Liebeschips ist notwendig, glaube ich. Und das erste ist null Kontakt. Und wie gesagt, ich weiß, wenn man so richtig krass liebessüchtig ist, manchmal braucht man auch die absolute Trennung, ne? Manchmal muss man umziehen, manchmal muss man den Arbeitsplatz wechseln. Ich würde mich deswegen nicht schlecht fühlen, wenn du irgendwann an den Punkt kommen solltest. Weil wenn man so richtig am Haken hängt, ist das alles echt super schwierig. Ja, ich hoffe, ich habe das sensibel genug besprochen. Also ich verstehe absolut das Problem. Ach ja, ich wollte auch nochmal sagen, wenn ihr Kommentare dazu schreibt, denkt immer dran, dass jemand, der sowieso schon ganz schön eingesteckt hat vom Leben, also ist immer gut, glaube ich, so unterstützende Sachen zu schreiben, als jetzt noch, wie soll ich mal sagen, krasse Sachen zu schreiben, das hilft dann der Person auch nicht weiter. Wie man da reingerutscht ist und wünsche nur das Beste und allen, denen es ähnlich geht. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.